Lange Zeit war es still rund um die bekannte Schlagersängerin Nina Stern. Doch das ändert sich jetzt. Nach mehrjähriger Bühnenpause will die Mischendörferin zurück ins Rampenlicht. Und zwar gemeinsam mit dem neuen Mann an ihrer Seite, mit dem sie unter dem Namen Zweier-WG durchstarten will. Ihre neue Single war erstmals auf einem ORF Burgenland Sommerfest zu hören. Nina Stern ist zurück. Mit ihrer neuen Liebe Frankie Wild hat sie nicht nur einen neuen Partner fürs Leben, sondern auch für die Bühne gefunden. Die neue Single Gestrandete Seelen hat beim ORF Burgenland Sommerfest in Oberwart ihre Premiere gefeiert. Privat lebt die musikalische Zweier-WG in Mischendorf in einer Vierer-WG. Ich bin froh, einen so tollen, zuverlässigen Partner an meiner Seite zu haben. Und das Leben in der Zweier-WG hat sich ja vor kurzem erweitert. Wir sind zur Vierer-WG aufgestiegen. Und zwar zum einen unsere Puppi, die jetzt da von Frankie gekrault wird, und unser Herzensbrecher Santos. Nina Stern und Frankie Wild sind keine Unbekannten im Burgenland. Er fungiert als Frontman der Band Austria for You. Und sie war viele Jahre als Schlagersängerin unterwegs. Ich glaub fest an dieses Wunderland. Strahlende Kinderaugen wie von Zauberhand. Bühnentechnisch wurde es dann lange still um die Sängerin. Sie blieb im Hintergrund als Musikmanagerin tätig. Eine schicksalshafte Entscheidung. Wir haben eigentlich uns schon Jahre gekannt. Wir haben geschäftlich zusammengearbeitet. Und wir haben jeder den anderen seine Ticks, seine Vorlieben, alles gekannt. Und dann irgendwann haben wir festgestellt, das passt eigentlich sehr gut. Und dann ist irgendwie so zum Geschäftlichen ist dann auch die Liebe dazugekommen. Frankie hat in Nina wieder die Leidenschaft für Musik geweckt. Die beiden produzieren in ihrem Tonstudio eine gemeinsame Radiosendung mit dem Titel Willkommen in unserer Zweier-WG. Mit diesem Programm wollen die beiden jetzt auch auf die Bühne. Aktuell sind wir ja dabei, unser Live-Programm aufzubauen und auszuweiten. Kulthits und Schlagerklassiker aus 5 Jahrzehnten. Eine Live-Show, die eine Hommage an die alten Schlagerstars sein soll. Peter Alexander, Katharina Valente, Chris Roberts. Aber auch weitere eigene Songs des musikalischen Duos sind bereits in Planung. Wobei die Arbeitsaufteilung bei der Entstehung eines Songs in der Zweier-WG ganz klar geregelt ist. Der Klassiker ist ein Teil oder 50% der Zweier-WG, ich sage jetzt nicht welcher Teil dieser Zweier-WG, liegt vorm Fernseher und schläft dann irgendwann durch die Berieselung ein. Und die anderen 50% der Zweier-WG hören dann einen Satz Szenengeschichte im Fernsehen und haben dann, bis die erste Hälfte der Zweier-WG wieder aufwacht, den Text fertig und den schirbt derjenige dann so um und hey, ich hab da Idee.